Vor langer Zeit, es war einmal, da ging ich in ein Wahllokal. Ich unterschrieb nen Blankoscheck und zack, war meine Stimme weg. Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht singen. Und ich will mitentscheiden bei wichtigen Dingen. Wir von Mehr Demokratie sind heute zum Tag des Grundgesetzes hier, weil wir uns für bundesweite Volksentscheide einsetzen. Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht reden. Und das, was ich für richtig halte, selbstbewusst vertreten. Ja, wir möchten gerne mitsprechen. Wir möchten auch darüber hinaus, über die Wahl hinaus gefragt werden. Und das stört mich schon ganz gewaltig, dass wir immer weiter eigentlich nur noch auf Stimmabgabe reduziert werden. Wir haben euch gewählt, ist das Einzige, was zählt. Sonst haben wir nichts zu sagen und zappeln nur am Haken. Was wir machen, wir werden jetzt im Laufe des Wahlkampfes werden wir in allen 299 Wahlkreisen präsent sein mit Aktiven. Wir werden die Parteivertreter, vor allem die Direktkandidaten in den Wahlkreisen, darauf hinweisen, vor allem die Direktkandidaten der CDU. Das Interessante ist nämlich, dass in der CDU selbst die Wählerbasis zu 66% für bundesweite Volksentscheide ist. Das heißt, die CDU sperrt sich sozusagen auch in ihrer eigenen Partei gegen die Einführung bundesweiter Volksentscheide, obwohl die Wählerbasis dafür ist. Wir werden auf Parteiveranstaltungen gehen, wir werden die Delegierten daran erinnern, was sie in ihre Wahlprogramme und ihre Grundsatzprogramme geschrieben haben und werden natürlich dann nach der Bundestagswahl uns während der laufenden Koalitionsverhandlungen dafür einsetzen, dass der bundesweite Volksentscheid in den Koalitionsvertrag kommt. Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht singen. Ich will mitentscheiden bei wichtigen Dingen. Frage, was haltet ihr grundsätzlich von Volksentscheiden? Ja, hallo, also wir kommen aus der Schweiz und wir finden das eine super Sache. Es ist eigentlich die direkte Weiterentwicklung der Demokratie und sollte eigentlich überall eingeführt werden. Stimmvieh, was denn das für ein Tier? Hat das 1000 Beine? Hat das um den dicken Hals eine lange Leine? Stimmvieh, was denn das für ein Tier? Will das nur fressen, saufen? Will das nur unterhalten sein? Wo kann man sowas kaufen? Also ich bin für Volksentscheide, generell bin ich dafür, jedoch muss darauf geachtet werden, dass der ganze Prozess begleitet wird und auch viel, viel transparenter gestaltet ist. In der WM-Zeit zum Beispiel ganz viele Gesetzesentwürfe oder ganz viele Entscheidungen getroffen werden, weil die Bürger gar nicht davon Bescheid wissen. Und das ist so ein ganz großes Anliegen für mich. Aber wenn es auf bundesweite Ebene Themen geben würde, wäre es zum Beispiel ganz klar Bildung, ganz klar zentrale Sachen, die man festlegen kann, Richtlinien festlegen kann, wenn es um Bildung geht. Frau Merkel, liebe Bundesregierung, das Volk ist nicht dumm. Gebt ihnen das Vertrauen und sie werden es gut machen. Ich verspreche es. Wir haben euch zwar gewählt, doch der Souverän sind wir. Ihr seid unsere Auftragnehmer, so sind die Regeln hier.